Ich weiß, das war jetzt eine kleine Zumutung, deshalb gibt es jetzt etwas Leichteres. Wir werden noch eine zweite Stimme hören, aber lesen, unbedingt. Die ganzen Debatten, die wir jetzt führen, im Bundestag, in unserem Land, in vielen Ländern, ja, im Grunde genommen in ganz Europa, und die wir in der Kirche führen, ja, ist im Grunde genommen, geht zu 90% auf eine Verwirrung der Geister zurück und auf die Unfähigkeit zu denken. Und das kann man hier wieder lernen. Deshalb, ich glaube, das gibt es noch, das ist zwar, also als von Balthasar das noch rausgegeben hat, das muss es schon in den Jahren sein, aber es gibt eine 7. Auflage aus dem Jahr 2012, das heißt, es wird auch immer noch nachgefragt. Ich kann es nur dringend empfehlen. Leichter geht das jetzt zu bei den, denken muss man da auch, aber bei den Radioansprachen, wo er nochmal versucht, christlichen Glauben plausibel zu machen. Ich kann natürlich jetzt nicht vorne anfangen, das sind glaube ich 30 Ansprachen. Ich gehe einfach mitten rein. Wo er auch über Gut und Böse spricht, aber nicht im Sinne der Moraltheologie. Der dritte Vortrag, die erschreckende Alternative. Christen glauben also, dass eine böse Macht sich fürs Erste zum Fürsten dieser Welt erhoben hat. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob heute alle Christen dem zustimmen würden, weil wir das gar nicht erkennen. Deshalb hat die finstere Macht es so leicht. Und das wirft natürlich Probleme auf. Entspricht dieser Zustand dem Willen Gottes oder nicht? Wenn ja, dann ist das ein ziemlich seltsamer Gott, werden Sie sagen. Wenn nicht, wie kann es sein, dass etwas gegen den Willen eines Wesens mit absoluter Macht geschieht? Freilich weiß jeder, der schon einmal Autorität innehatte, dass manche Dinge in einer Hinsicht unserem Willen entsprechen, in anderer Hinsicht nicht. Es könnte zum Beispiel durchaus vernünftig sein, wenn eine Mutter zu den Kindern sagt, ich zwinge euch nicht jeden Abend dazu, euer Zimmer aufzuräumen. Ihr müsst lernen, es von euch aus in Ordnung zu halten. Und dann geht sie abends nach oben und findet den Teddybär, die Tinte und die Französisch-Grammatik im Kamin. Das entspricht nicht ihrem Willen. Es wäre ihr lieber, wenn die Kinder Ordnung halten würden. Andererseits aber war es ja ihr Wille, den Kindern die Freiheit zur Unordnung zu lassen. Dasselbe Dilemma findet sich in jedem Regiment, jeder Gewerkschaft und jeder Schule. Sie überlassen eine Sache der Freiwilligkeit und die Hälfte der Leute tut sie nicht. Das ist nicht das, was sie wollten, aber ihr Wille hat es möglich gemacht. Im Universum ist es wahrscheinlich genauso. Gott erschuf Wesen mit einem freien Willen. Geschöpfe also, die entweder das Richtige oder das Falsche tun können. Manche Leute meinen, sie könnten sich ein Wesen vorstellen, das frei ist, aber nicht die Möglichkeit hat, etwas Falsches zu tun. Ich kann das nicht. Wenn ein Wesen die Freiheit hat, gut zu sein, dann hat es auch die Freiheit, böse zu sein. Und erst durch den freien Willen wird das Böse möglich. Aber warum hat Gott seinen Geschöpfen dann einen freien Willen gegeben? Weil der freie Wille zwar das Böse möglich macht, aber zugleich auch das Einzige ist, wodurch eine Liebe oder Güte oder Freude möglich werden, die diese Namen verdienen. Es würde sich kaum lohnen, eine Welt voller Automaten zu erschaffen, voller Wesen, die funktionieren wie Maschinen. Das Glück, das Gott seinen höheren Geschöpfen zugedacht hat, besteht darin, aus freien Stücken mit ihm und miteinander in einem Rausch der Liebe und Freude vereint zu sein, neben dem selbst die leidenschaftlichste Liebe zwischen einem Mann und einer Frau auf dieser Erde wie kalter Kaffee wirkt. Und dazu müssen sie frei sein. Natürlich wusste Gott, was passieren würde, wenn seine Geschöpfe ihre Freiheit missbrauchten. Aber anscheinend fand er, das Risiko lohne sich. Vielleicht tendieren wir dazu, darin anderer Meinung zu sein, aber es gibt eine Schwierigkeit dabei, anderer Meinung zu sein als Gott. Unsere Fähigkeit, vernünftig zu denken, kommt ja von ihm. Insofern kann es genauso wenig sein, dass Sie Recht haben und er Unrecht, wie es sein kann, dass ein Bach höher steigt als seine eigene Quelle. Wenn Sie ihm also widersprechen, dann argumentieren Sie gegen die Macht, die Sie überhaupt erst zum Argumentieren fähig macht. Sie sägen gewissermaßen an dem Ast, auf dem Sie sitzen. Wenn Gott findet, es lohne sich, diesen Kriegszustand im Universum für den freien Willen in Kauf zu nehmen, also für die Erschaffung einer lebendigen Welt, in der seine Geschöpfe wirklich Gutes und Schlechtes bewirken
und in der Dinge passieren können, die wirklich Bedeutung haben, statt einer Spielzeugwelt, die sich nur bewegt, wenn er an den Fäden zieht? Dann können wir davon ausgehen, dass der Preis nicht zu hoch ist. Sobald wir das mit dem freien Willen verstanden haben, sehen wir, wie dumm es ist, die Frage zu stellen, die mir jemand einmal gestellt hat: Warum hat Gott ein Wesen aus so schlechtem Holz geschnitzt, dass es den falschen Weg einschlug? Je besser das Holz ist, aus dem ein Wesen geschnitzt ist, je klüger und stärker und freier es ist, desto besser wird es sein, wenn es den richtigen Weg geht. Aber desto schlimmer wird es auch sein, wenn es den falschen einschlägt. Wie kam es, dass die dunkle Macht den falschen Weg einschlug? Das ist nun zweifellos eine Frage, auf die Menschen keine auch nur annähernd zuverlässige Antwort geben können. Eine vernünftige und althergebrachte Vermutung lässt sich freilich anstellen, gestützt auf unsere eigenen Erfahrungen, wenn wir falsche Wege gehen. Sobald man ein Ich hat, besteht die Möglichkeit, dieses Ich an die erste Stelle zu setzen. Das heißt, man will der Mittelpunkt aller Dinge sein. Man will im Grunde selbst Gott sein. Das war die Sünde Satans und das war die Sünde, die er den Menschen beibrachte. Manche Leute denken, der Sündenfall des Menschen hätte etwas mit Sex zu tun, aber das ist ein Irrtum. Die Geschichte im Buch Genesis lässt eher darauf schließen, dass der Sündenfall eine gewisse Verderbtheit unserer sexuellen Natur nach sich zog. Sie war also eine Folge, nicht seine Ursache. Thomas von Aquin wird dann von der Natura Sauciata sprechen, also von der verdorbenen Natur, infolge des Sündenfalls. Wahrscheinlich hat er das im Hinterkopf. Satan setzte unseren Urahnen den Gedanken in den Kopf, sie könnten sein wie die Götter. Sie könnten sich unabhängig machen, als hätten sie sich selbst erschaffen, könnten ihre eigenen Herren sein und abseits, losgelöst von Gott, eine Art Lebensglück für sich selbst erfinden. Und aus diesem aussichtslosen Streben ist alles entstanden, was wir die Menschheitsgeschichte nennen: Geld, Armut, Ehrgeiz, Krieg, Prostitution, Klassengesellschaft, Imperien, Sklaverei, die ganze lange schreckliche Geschichte des Menschen auf der Suche nach irgendetwas außer Gott, was ihn glücklich machen soll. Dass dies niemals gelingen kann, hat seinen Grund. Gott hat uns erschaffen, hat uns erfunden, wie ein Mensch eine Maschine erfindet. Ein Auto ist so gebaut, dass es Benzin braucht. Mit etwas anderem würde es nicht vernünftig laufen. Nun hat Gott die menschliche Maschine so konstruiert, dass sie mit ihm läuft. Er selbst ist der Kraftstoff, den unser Geist verbrennen soll, oder die Speise, von der unser Geist sich nähren soll. Eine andere gibt es nicht. Deshalb hat es überhaupt keinen Sinn, Gott zu bitten, uns doch auf unsere eigene Weise glücklich zu machen, ohne dass wir uns mit dem Glauben abgeben müssen. Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden schenken, die von ihm unabhängig wären, denn so etwas gibt es einfach nicht. Das ist der Schlüssel zur Menschheitsgeschichte. Es wird unendlich viel Energie aufgewendet, Zivilisationen werden aufgebaut, hervorragende Einrichtungen werden geschaffen, aber immer geht irgendetwas schief. Irgendein verheerender Fehler führt immer dazu, dass selbstsüchtige, grausame Menschen an die Spitze kommen und alles wieder in Elend und Untergang endet. Der Motor streikt einfach. Zuerst springt er gut an, man fährt ein paar Meter und dann stirbt er ab. Die Menschen versuchen, mit dem falschen Kraftstoff zu fahren. Das hat Satan in uns Menschen angerichtet. Und was tat Gott dagegen? Zunächst einmal gab er uns das Gewissen, das Gespür für Recht und Unrecht. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die sich zum Teil sehr angestrengt bemühten, ihrem Gewissen zu gehorchen. Ganz gelungen ist es keinem von ihnen. Zweitens schickte er den Menschen gute Träume, wie ich es gerne nenne. Damit meine ich jene merkwürdigen Geschichten, die sich verstreut in allen heidnischen Religionen finden. Geschichten von einem Gott, der stirbt und wieder ins Leben zurückkehrt und der durch seinen Tod irgendwie dem Menschen neues Leben geschenkt hat. Drittens suchte er sich ein bestimmtes Volk aus und verbrachte mehrere Jahrhunderte damit, diesen Leuten einzuhämmern, was er für ein Gott ist. Dass es nur einen von seiner Sorte gibt. Und dass es ihm wichtig ist, dass wir uns richtig verhalten. Dieses Volk waren die Juden. Und das Alte Testament schildert im Detail, wie ihnen diese Wahrheiten eingehämmert wurden, schreibt er. Und dann kommt der eigentliche Schocker.
Unter diesen Juden taucht plötzlich ein Mann auf, der so redet, als wäre er selbst Gott. Er behauptet, Sünden vergeben zu können. Er sagt von sich, er habe schon immer gelebt. Er sagt, er werde am Ende der Zeit kommen, um die Welt zu richten. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Unter Pantheisten in Indien zum Beispiel könnte jeder sagen, er sei ein Teil von Gott oder eins mit Gott. Daran wäre überhaupt nichts Merkwürdiges. Dieser Mann aber war ein Jude. Und deshalb konnte es nicht sein, dass er einen Gott in diesem Sinn meinte. In seiner Sprache bezeichnete Gott das Wesen außerhalb der Welt, das die Welt geschaffen hatte und von allem anderen vollkommen unterschieden war. Und wenn man sich das bewusst macht, sieht man, dass das, was dieser Mann von sich behauptete, schlichtweg die schockierendste Äußerung war, die je von den Lippen eines Menschen kam. Ein Teilaspekt dieser Behauptung fällt uns gar nicht groß auf, weil wir ihn schon so oft gehört haben, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen, was sich dahinter verbirgt. Ich meine die Behauptung, Sünden, jedwede Sünde vergeben zu können. Wenn der, der das sagt, nicht wirklich Gott ist, ist das eigentlich so absurd, dass es schon wieder komisch ist. Uns allen ist klar, dass ein Mensch Unrecht vergeben kann, das gegen ihn selbst begangen wurde. Sie treten mir auf den Fuß und ich vergebe ihnen. Sie klauen mir mein Geld und ich vergebe ihnen. Aber was sollen wir uns dabei denken, wenn ein Mensch, der selbst überhaupt nicht ausgeraubt wurde und dem niemand auf die Zehen gestiegen ist, sich hinstellt und verkündet, er vergebe ihnen, dass sie einem anderen auf die Füße gestiegen sind oder sein Geld geklaut haben? Für so ein Verhalten wäre eselsdumme Albernheit noch die freundlichste Beschreibung. Doch genau das tat Jesus. Er sagte den Leuten, ihre Sünden seien vergeben. Und dabei fragte er nie die anderen Leute, die durch diese Sünden zweifellos geschädigt wurden, ob sie damit einverstanden wären. Er benahm sich ohne Scheu so, als wäre er derjenige, der in erster Linie davon betroffen war, der Hauptgeschädigte aller Vergehen. Einen Sinn ergibt das nur, wenn er tatsächlich der Gott war, dessen Gesetze durch jede Sünde gebrochen und dessen Liebe durch jede Sünde verletzt wird. Wäre es ein bloßer Mensch, nicht Gott, der das sagte, so läge in diesen Worten ein Anspruch, den ich nur als beispiellosen Größenwahn bezeichnen könnte. Doch, und das ist das Merkwürdige und Bedeutsame, selbst seine Feinde gewinnen, wenn sie die Evangelien lesen, meist nicht den Eindruck, er wäre dämlich und dünkelhaft gewesen. Bei unvoreingenommenen Lesern ist das noch weniger der Fall. Christus sagt, er sei sanftmütig und von Herzen demütig, und wir nehmen es ihm ab. Dabei merken wir gar nicht, dass Demut und Sanftmut, wäre er nur ein Mensch, wohl kaum zu den Merkmalen gehörten, die wir manchen seiner Äußerungen zuschreiben könnten. Ich versuche hier, jedermann vor dem groben Unfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Zitat: Für mich ist Jesus zweifellos ein großer Morallehrer. Aber seinen Anspruch, Gott zu sein, das kann ich nicht akzeptieren. Gerade das können wir nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge von sich gäbe wie Jesus, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf derselben Ebene wie einer, der sich für ein pochiertes Ei hält, oder er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann tatsächlich der Sohn Gottes, oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren, Sie können ihn anspucken und totschlagen wie einen Dämon, oder Sie können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn, er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das war auch nicht seine Absicht. Ich hoffe, es war ein Appetithappen. Das erste Zitat sehr anstrengend, ich sehe das an den Gesichtern. Aber das zweite war das schon wieder fast belebend. In diesem Sinne, gute Nacht. Also diese Biografie über ihn, die jüngste, habe ich schon genannt. Ja? Abschaffung des Menschen ist ein Muss.
Das ist eine Autobiografie, Überrascht von Freude, ist durchaus schön zu lesen. Wer sich in diesem Bereich schlau macht, du fragst mich, wie ich bete, ist auch sehr schön, ist in diesem Briefform. Wer in den Spiegel schauen will, um sich selber ein bisschen kennenzulernen, lese Dienstanweisung an einen Unterteufel. Mein Gott, es gibt kaum eine Seite, wo man nicht, oh nein, ja, also zumindest ging es mir so. Wahrscheinlich sind alle die engelgleichen Zuhörerinnen und Zuhörer, denen wird es wahrscheinlich anders gehen, aber mein Gott, also was dieser Oberteufel, diesem Unterteufel sagt, wie er diesen gutgläubigen Menschen führen soll, ja, und was er alles ganz toll macht, dann denkt man, oh, das mache ich aber doch jetzt ganz schön, das ganze Ding, oh Mist, das ist auch vom Teufel. Spannend zu lesen. Und diese Radiovorträge, das ist natürlich nicht alles, ich habe jetzt nicht alles von ihm, ja, sind auch, also das ist im Grunde genommen ein Grundkurs in Fundamentaltheologie. Apologetik nannte man das früher, dieses Fach, ja, also eine Plausibilität, eine Verteidigung, sagte man früher, traut man sich heute nicht mehr so, aber eine plausible Machung des christlichen Glaubens, ja. Zum Beispiel